rechtwinkliges Dreieck. Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck. Der rechte Winkel liegt hier oben. Ich habe jetzt verschiedene Fragen an euch. Woran erkennst du, dass das Dreieck ABC rechtwinklig ist? Überprüfe, ob der Satz des Pythagoras für dieses Dreieck gilt. Berechne a², also diese Fläche, b² und die Flächen a1 und a2. Mit welchen Formeln lassen sich a² und b² in diesem Fall berechnen? Die Höhe hc teilt die Hypotenuse, das ist die Seite c, in die Hypotenusenabschnitte q und p auf. Wenn ihr mögt, versucht die Aufgabe jetzt selbst zu lösen. Wir suchen also a², b², a1, a2 und den Vergleich der gefärbten Flächen. Eine Längeneinheit ist 1 cm. Damit können wir mit dem Satz des Pythagoras auch a², also diese Fläche, ausrechnen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Längeneinheiten und hier 2. Also a² ist 4² plus 2². 4 Quadrat ist 16, 2 Quadrat ist 4, also 16 plus 4 sind 20 Quadratzentimeter. A Quadrat ist also 20 Quadratzentimeter. B Quadrat, da haben wir hier 2 Zentimeter und hier 1 Zentimeter. Also B Quadrat ist 2 Quadrat plus 1 Quadrat. 2 Quadrat ist 4, 1 Quadrat ist 1, haben wir 5 Quadratzentimeter. C Quadrat haben wir ja hier 5. Mal 5 cm, also 25 Quadratzentimeter. Im rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Kathetenquadrate gleich dem Hypotenusenquadrat. Also a² plus b² müsste c² geben. Wir vergleichen, a² ist 20, b² ist 5 und c² ist 25. Also stimmt der Satz des Pythagoras. Jetzt schauen wir uns die Fläche A1 an. A1 ist ja eine Einheit und hier haben wir 5 Einheiten, also 1 cm mal 5 cm sind 5 Quadratzentimeter. A2 ist 4 mal 5, das sind 20 Quadratzentimeter. Unsere Vermutung besagt B² gleich A1 und A1 ist Q mal C, also B² wäre Q mal C. Bei a² haben wir ähnliche Bedingungen. a² war ja a2 und a2 war p mal c, damit ist a² p mal c. Diese beiden Formeln drücken die Kathetensätze aus. Ihr seht hier noch das rechtwinklige Dreieck aus der Rechnung. Wir haben hier die Katheten und gegenüber dem rechten Winkel liegt die Hypotenuse c. Dass es rechtwinklig ist, das Dreieck, kann man übrigens auch daran sehen, weil hier ein Thaleskreis über der Seite C gespannt ist. Ich habe jetzt die Flächeninhalte von den beiden blauen Flächen hier eingeblendet und von den roten Flächen. Und das stimmt genau mit unserer Rechnung überein. Wir können hier übrigens auch sehen, wenn wir die Quadrate über den Katheten addieren, haben wir ja 25 Quadratzentimeter und dieses ganze Quadrat über der Seite C wäre auch 25 Quadratzentimeter. Also der Satz des Pythagoras gilt. HC teilt jetzt diese Hypotenuse in die Hypotenusenabschnitte Q und P. Und wir hatten ja vermutet, dass B² gleich Q mal C ist. Und a² p mal c. Das möchte ich jetzt hier an der Simulation nochmal zeigen. Ich bewege den Punkt c jetzt auf dem Thaleskreis. Dadurch bleibt dieses Dreieck immer rechtwinklig. Das ist die Voraussetzung für die Kathetensätze. Und ich verschiebe das jetzt. Und ihr seht, das stimmt exakt für die Flächen überein. Egal, wie ich das jetzt hier verschiebe. Also ich denke, das ist eine ganz schöne Simulation für die Kathetensätze. Wir haben hier das Dreieck ABC. Über der Seite C ist der Thaleskreis aufgespannt. Wir haben hier also bei C einen rechten Winkel. HC teilt die Hypotenuse in die Hypotenusenabschnitte Q und P auf.
Wir haben hier 7 cm C, Q ist 1 cm, dann haben wir P gleich 7 minus 1, 6 cm und 1 mal 6 sind 6 Quadratzentimeter. Hier steht immer die Fläche. Das Höhenquadrat HC Quadrat ist ebenfalls 6 Quadratzentimeter. Ich bewege zunächst den Punkt C auf A zu und dann seht ihr, werden die Flächen immer kleiner, aber sie bleiben immer genau gleich. Im Augenblick 0,92 Quadratzentimeter. 0,59. Ich kann das natürlich noch viel kleiner machen, aber dann kann man es praktisch nicht mehr ablesen. Ich gehe jetzt in der anderen Richtung. Jetzt haben wir 2,36 Quadratzentimeter, 4,09, 8,32, 12,21 Quadratzentimeter, jetzt wird es wieder kleiner, 11,7 Quadratzentimeter, 9,82. Hier wird das blaue Rechteck immer schmaler und höher. Und jetzt geht es hier aus dem Bildschirm raus. Rechtwinkliges Dreieck, Höhensatz, Beweis. In der Animation hatten wir ja schon gesehen, dass das Quadrat über der Höhe, also HC-Quadrat, gleich P mal Q ist. Also die beiden Flächen waren gleich groß. Ich blende diese Formel nochmal ein und das soll jetzt bewiesen werden. Für eine Denkpause stoppt das Video jetzt. Ich betrachte dieses rechtwinklige Teildreieck. Da haben wir hier unten den rechten Winkel. Da können wir den Satz des Pythagoras anwenden. HC Quadrat gleich A Quadrat minus P Quadrat. Wir erinnern uns an den Kathetensatz A Quadrat gleich P mal C. Jetzt ersetzen wir A Quadrat mit P mal C und erhalten HC Quadrat gleich P mal C minus P Quadrat. Dann klammern wir P aus. HC Quadrat gleich P mal in Klammern C minus P. Und C minus P ist ja gerade Q. Und damit ist der Satz bewiesen. Rechtwinkliges Dreieck, Kathetensatz, Höhensatz, Pythagoras, Aufgaben. Die Ergebnisse sind auf 2 Nachkommastellen zu runden. Wir haben hier das rechtwinklige Dreieck. Der rechte Winkel ist hier oben bei C, also der Winkel Gamma, 90 Grad. Die Höhe HC teilt die Hypotenuse C in die Hypotenusenabschnitte Q und P. Wir haben hier den Höhensatz, die beiden Kathetensätze und den Satz des Pythagoras. Bei den Aufgaben werde ich den Satz des Pythagoras nicht anwenden, weil ich einen Schwerpunkt auf Höhen- und Kathetensätze legen möchte. Wenn ihr mögt, stoppt das Video und löst die Aufgaben selbst. Erste Aufgabe. Wir haben rechtwinkliges Dreieck gegeben, Q mit 1 cm, P mit 4 cm. Wir suchen C, die Höhe HC, die Katheten B und A und den Flächeninhalt. C ist ja Q plus P. Wir setzen für Q 1 cm und für P 4 cm ein und erhalten 5 cm für die Hypotenuse. Wir kennen P und Q, dann können wir mit dieser Formel HC ausrechnen. HC Quadrat gleich P mal Q. Wir ziehen die Wurzel und erhalten HC gleich Wurzel aus P mal Q. Dann setzen wir für P und Q die bekannten Werte ein und erhalten 2 cm für HC. Wir kennen ja C und Q und damit können wir mit der Formel B ausrechnen. B Quadrat gleich Q mal C. Wir ziehen wieder Wurzel und erhalten B gleich Wurzel aus Q mal C, setzen für Q und C die bekannten Werte ein und erhalten 2,24 cm. Wir kennen ja P und C, dann können wir mit dieser Formel A ausrechnen. A Quadrat gleich P mal C. Wir ziehen wieder die Wurzel und erhalten A gleich Wurzel aus P mal C.
setzen für P und C die bekannten Werte ein und erhalten 4,47 cm für diese Kathete. Schließlich sollte noch der Flächeninhalt berechnet werden. Flächeninhalt vom Dreieck ist Grundseite mal Höhe durch 2, also C mal HC durch 2. Für C setzen wir 5 cm ein und für HC 2 cm und erhalten 5 Quadratzentimeter für den Flächeninhalt des Dreiecks. In der nächsten Aufgabe ist die Hypotenuse C und die Kathete B bekannt. Wir suchen die Hypotenusenabschnitte Q und P, die Kathete A, die Höhe HC und den Flächeninhalt. Wir kennen C und B. Wir schauen mal C und B. Das heißt, wir können mit dieser Formel anfangen. Wir beginnen mit dem Seitentausch Q mal C gleich B². Wir stellen nach Q um, indem wir durch C dividieren, also Q gleich B² durch C. Dann setzen wir für B 4,9 und für C 8,2 cm ein und erhalten 2,93 cm für den Hypotenusenabschnitt Q. Wir kennen ja C und Q haben wir gerade ausgerechnet. Q plus P ist C. Wir subtrahieren Q und erhalten P gleich C minus Q. Setzen für C und Q die bekannten Werte ein und erhalten 5,27 cm für P. Wir kennen ja jetzt P und C ist auch bekannt, damit können wir mit dieser Formel A ausrechnen. A² gleich P mal C. Wir ziehen die Wurzel, A gleich Wurzel aus P mal C. Setzen für P 5,72 cm ein und für C 8,2 cm und erhalten 6,57 cm für die Kathete A. HC können wir jetzt auch ausrechnen, weil P und Q bekannt sind. HC² gleich P mal Q. Wir ziehen die Wurzel. HC gleich Wurzel aus P mal Q. Setzen für P 5,72 und für Q 2,93 cm ein und erhalten 3,93 cm für die Höhe auf C. Dann können wir wieder den Flächeninhalt ausrechnen. Wir kennen ja jetzt die Grundseite C und die Höhe HC. A gleich C mal HC durch 2. Die bekannten Werte in die Formel eingesetzt, ergibt 16,11 Quadratzentimeter. Es soll ein Dreieck mit C 8,2 cm, B 4,9 cm gezeichnet werden, das rechtwinklig ist. Dann sollen Q, P, A und HC gemessen werden. Ich beginne mit C 8,2 cm. Dann haben wir hier die Punkte A und B. Jetzt halbiere ich diese Strecke. Dazu zeichne ich Kreisbogen mit 4,4 cm um A und mit der gleichen Einstellung um B. Kreisbögen schneiden sich in den beiden Punkten. Durch die ziehe ich jetzt eine Linie. Und das ist der Mittelpunkt vom Tageskreis. Ich steche jetzt hier in den Mittelpunkt ein und spanne den Zirkel auf A auf. Dann schlage ich einen Kreisbogen. Als nächstes spanne ich den Zirkel auf 4,9 cm auf. Dann steche ich in A ein und schlage den Kreisbogen. Der Schnittpunkt, also beim Thaleskreis, gibt den Eckpunkt C des Dreiecks. Jetzt verbinde ich A mit C. Und B mit C. Dann müssen wir die Höhe noch einzeichnen, HC. Dazu lege ich diese Linie hier vom Geodreieck genau auf C und hier muss ich oben durch den Eckpunkt C kommen. Stimmt. Ich messe hier etwas über 3,9 cm. Also HC ungefähr 3,9 cm.
Das war ja hier Q, das messe ich jetzt mit 2,92 oder sowas könnte es sein. 2,92 cm. Und dann sollte noch A gemessen werden, etwas über 6,6 cm. Wenn wir die beiden Aufgaben vergleichen, dann sehen wir schon, dass die Konstruktion natürlich immer etwas ungenau ist. Bei Q hatten wir den Wert 2,93, hier hatte ich geschätzt 2,92. HC hat hier auch einen relativ guten Wert, 3,93. Ich hatte hier auch ein bisschen mehr als 3,9 gesehen. Bei A habe ich eine etwas größere Abweichung, das würde hier gerundet 6,6 sein. Und wir hatten ja gesagt, etwas mehr als 6,6. Ich hatte hier dann 6,7 hingeschrieben. Also insgesamt ist die Konstruktion okay. Danke fürs Zuschauen.